Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Film aus Wicked Vision Speed Walker Collection mitgebracht und zwar die Nummer 6. Dabei handelt es sich um Man of Violence bzw. Männer der Gewalt. Wobei, naja, eigentlich müsste es ja Mann der Gewalt heißen, wenn Man of Violence, also mit E, würde Männer der Gewalt heißen. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. So, dieser Film ist in drei Mediabooks rausgekommen und zwar schon am 7. Oktober 2023, also fast schon ein Jahr her, aber... ja, der Film ist trotzdem immer noch gut, ja, nehme ich an, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt und der Film selber ist ja wie gesagt auch von 1970, also es hat jetzt nicht wirklich Eile, denke ich. Ich habe ihn auch spät bekommen. So, wie gesagt, drei Mediabook-Versionen, da haben wir einmal hier Cover-Version A, die ich persönlich unglaublich cool finde, also das gefällt mir sehr gut und nicht nur, weil da hinten die nackten Mädels rumliegen, sondern einfach auch von der Farbgebung her. Dann gibt es noch Cover C, auch nicht schlecht, ich kann jetzt gerade nicht zuordnen, aber das sieht aus wie von einem bekannten Zeichner, Maler, nee, aber ich kriege es gerade nicht hin, ich will es auch jetzt gar nicht, ich will auch nichts Falsches sagen. Und auf dem Tisch hier liegt Cover Variante B. So, außerdem hat der Film noch, wir sehen es hier, es ist ein Doppelpack, hier ist nämlich auch noch die Sexparty, also The Big Switch, genau, der ist auch noch mit drin, aber da kommen wir gleich noch drauf, also nicht auf die Sexparty, da gehe ich später hin, vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht. So, wir packen es einfach mal aus, dazu den Zahnstocher rein und, ja, das war jetzt der berühmte Satz mit X, aber vielleicht... Ja, okay. Nein, was haben wir denn hier? Was ist denn? Ja, vielleicht, weil es schon so lange liegt und nochmal. Ja, das kann man sich auch mehrmals anhören, ne? Das ist doch... Ich gehe mal mit dem Nagel rein. Ja, das ist der berühmte Vorführeffekt. Aber, haha, wer wären wir denn, wenn hier alles klappt? Naja, es zählt das Resultat und das Resultat ist, dass hier diese Folie runter ist. So, und dann im Müll landet. Leute, was ist denn... Echt jetzt? So, jetzt aber. Jetzt haben wir es. So, wir haben hier dieses Vorlageblatt drauf liegen. Das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Hier, Pete Walker Kollektion Nummer 6. Dann haben wir hier dieses Bild, das schauen wir uns gleich an. Dann hier Pete Walker im Doppelpack. Einmal der Klassiker Man of Violence als deutsche HD-Premiere mit exklusivem Bonusmaterial. Dieses Set enthält Pete Walkers Debütfilm The Big Switch in zwei Schnittfassungen. Auch noch, also das ist die Sexparty. Ich glaube, so hieß der. Und ja, dann haben wir hier noch den FSK-Flatschen und auf der Rückseite ein bisschen Werbung drauf für demnächst in der Pete Walker Collection. Pete Walker, nicht Peter Walker, sondern Pete Walker Collection. Ich bin ja mehr so ein Fan von Johnny Walker. Ja, The Screaming Marianne, die Screaming Marianne, ernsthaft, heißt er so? Keine Ahnung. So, dann haben wir hier die Pete Walker Collection, Leute. Ich sollte keine Videos aufnehmen, ne, im Moment. Wenn ich schon merke, es hat keinen Sinn, dann sollte ich es lassen. Wir ziehen das jetzt trotzdem durch, so. Da haben wir halt die anderen Titel der Pete Walker Collection und dann haben wir hier drunter in Hochglanz, das sind noch die alten Mediabooks von Wicked Vision, mittlerweile sind die ja matt, was mir persönlich besser gefällt, haben wir hier nochmal das gleiche Artwork, aber ohne die ganzen Werbeaufdrucke und ich finde, das macht echt was her. Auf dem Spine haben wir auch draufstehen, Man of Violence. Ich weiß jetzt nicht, aber gehe davon aus, dass Cover-Variante A und C das dann auf Deutsch draufstehen haben, wenn sie schon vorne auf dem Spine, wenn sie schon vorne auf dem Titel auch den deutschen Titel drauf haben. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn da der Originaltitel steht. Dann haben wir unten die 6. Das heißt, wenn wir den neben die anderen 5 Pete Walker Collection Filme stellen, haben wir eine schöne durchgehende Nummerierung. Hier oben mein Lieblingsfirmenlogo, das Glotzauge von Wicked Vision. Meine Kinder sagen immer Filme mit Augen. Dürfen wir nicht gucken, ne Papa? Nee, eher nicht. Nicht alleine jedenfalls. Hinten drauf haben wir dann eine Inhaltsangabe und hier auch nochmal genau The Big Switch. Der Film interessiert mich ja sogar noch mehr eigentlich als Man of Violence, aber
Naja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die beiden Filme kennt. Also Big Switch wohl eher nicht, ja, aber Man of Violence ja vielleicht schon. So, hier wie gesagt ein paar Bilder aus dem Film, habe ich nicht gesagt, aber ihr habt es ja gesehen. Dann haben wir hier die Credits und hier die Produktspezifikationen und hier unten die Ausstattung. Wenn ihr das etwas genauer sehen wollt, einfach jetzt auf Pause drücken. Wir sehen, wir haben eine Blu-ray und ein DVD. Eine DVD in diesem Set drin, was ich persönlich sehr cool finde, weil es gibt ja wirklich, wirklich viele Filmfans da draußen, die immer noch ausschließlich DVD-Equipment haben. Ich kenne ein paar von denen persönlich und da gibt es ja auch gar nichts dran auszusetzen. Ich kann ja Filmfan sein, ohne mir da ein 16K-Monitor oder Fernseher oder Leinwand oder was hinzustellen. Es geht ja letzten Endes um den Film. Und wer den halt auf DVD sehen möchte, der wird hier ebenfalls fündig. Ja, natürlich schön ist es, wenn alles in, ja, wenn bestmögliche Qualität. Aber genau das bin ich eigentlich von Wicked Vision auch gewohnt. Das heißt, dass hier die Blu-ray mutmaßlich so gut aussieht, wie es das Master hergibt, beziehungsweise das Ausgangsmaterial und die DVD ebenfalls. So. Vorne haben wir hier dieses Bild drauf und da sehen wir auch schon, es ist also der Bonusfilm, der ist mit auf der Hauptdisk drauf und nicht etwa auf der DVD. War so eine kurze Annahme, habe ich jetzt aber nicht ausgesprochen. Ich habe so gedacht, vielleicht befindet sich ja auch der Bonusfilm auf der DVD, aber nein, so wie es aussieht, haben wir das auf der Blu-ray. So, hier steht jetzt nichts davon, ob der Bonusfilm hier auch noch drauf ist. Das heißt, es könnte gut sein, dass der Bonusfilm nur auf der Blu-ray vorhanden ist. Aber das weiß ich nicht. Das könnt ihr dann nachher nachlesen. So, wir haben auch einen farbigen Innendruck. Ja, den kann man nicht so gut sehen. Ich räume die auch mal wieder rein. Ich gucke auch mal gerade nach, ob das da hinten drauf steht, ob der Bonusfilm auch auf der DVD mit drauf ist. Alternative Filmfassung, ja, Strip Poker. Bonusfilm Strip Poker, The Big Switch. Ich meine, hieß der Strip Poker? Ich dachte, da wäre die Sexpartie. Oder es kann ja sein, dass der Film mehrere Titel hatte. Aber ich kann es jetzt gerade nicht richtig sehen, ob das hier, wie, wo es hier drauf ist. Aber ja, egal. So, dann schauen wir uns mal das Booklet an. Das ist leider, ich sehe das schon, ja, aber jetzt muss man sagen, das liegt auch schon ziemlich lange hier rum. Ich habe das schon vor 2 Monaten geschickt bekommen. Ich meine, gut, seitdem liegt es eigentlich eingeschlagen in der Kiste. Und das Teil ist jetzt ja auch schon ein Jahr alt und das ist hier oben so ein bisschen, ja, das ist schon ausgerissen. Mich persönlich stört das nicht. Nicht falsch verstehen. Ich habe das ja auch als Muster bekommen. Deswegen vollkommen in Ordnung, wenn ihr so etwas hättet, wenn ihr das Teil also bei Wicked Vision kaufen würdet, dann hätte, und wenn ihr dann so eine Macke drin hättet, würde man das anstandslos und sofort umtauschen. Das weiß ich aus Erfahrung. Wenn ihr da was habt und ihr habt irgendwas, was nicht ganz einwandfrei ist, dann tauscht man euch das ohne groß zu fragen um. Ja, das habe ich schon gehabt. Also das ist perfekter Kundenservice. Ich persönlich sage jetzt nicht, das stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht, zumal ich es ja auch, wie gesagt, nicht bezahlt habe. Und selbst wenn ich es bezahlt hätte, würde es mich nicht groß stören. Solange das alles da ist, solange alles funktioniert, abspielbar ist, sehe ich das nicht so eng. Aber gibt Leute, sehen das nicht so, deswegen erwähne ich es kurz. So, jetzt sind wir auch schon auf Seite 5. Wir haben hier ein paar Bilder aus dem Film drin, die allerdings, ja, sieht doch schon gut aus. Ja? Das ist übrigens hier, doch, da steht es auch, die Sexparty. Genau, was ist hier? Pornograf von Schweden? Jo, wer kennt ihn nicht? Porno, den Graf von Schweden. Herr, oh ja, das muss man, ja, okay. Ich tu mal, hätte ich das vorher gewusst. Leute, Leute, ich kann doch hier nicht, das wisst ihr doch, hier unten auch. Okay, es hat keinen Sinn. Ich muss das wegpixeln. Ja, und hier sind die nächsten Brüste. Ja, aber abgesehen davon ganz nett, ich mache einfach eine 18er Freigabe drauf. Ja, genau, lassen wir es einfach. Schauen wir es uns einfach an, ist eine 18er Freigabe, geht nicht anders. Darf es ein wenig deftiger sein? Freizügige Veröffentlichungen? Ja, sicher doch. Wir haben also hier ein Verhältnis von Text zu Bildern, das eigentlich ganz gut ist. Könnte ein bisschen mehr Text sein, aber ich habe jetzt gar nicht gesehen, von wem ist denn überhaupt der Booklet-Text. Stand das hier? Hier steht es nicht, dann steht es wahrscheinlich hinten drauf.
Der Text ist von, wo steht es? Wo steht es? Ich kann es gerade. Ja, ich finde es gerade nicht. Ich finde es gerade. Ja, hier. Ah, aber da haben wir hier. Cover C ist von Timo Würz. Ich wusste, das war der Name, der mir eben nicht eingefallen ist. Von Timo Würz. Vielleicht kommen wir noch dahinter. Hier steht es: David Renske. Da steht es doch. Stand hier vorne auch was? Habe ich jetzt. Naja. Okay, wie gesagt, es läuft heute nicht so ganz. Außerdem haben mich die Brüste ein bisschen aus der Fassung gebracht. Und ihr habt ja gesehen, es waren nicht nur Brüste zu sehen. Das heißt, lassen wir das. Ja, so. Abgesehen davon eine solide Veröffentlichung, was das Booklet angeht. Diese Macke hier oben, beziehungsweise dass das da ausgerissen ist, da schaue ich persönlich jetzt mal drüber hinweg. Weil das ist ja wirklich, das ist irgendwie, keine Ahnung, auf dem Transport passiert oder sonst wo. Auf jeden Fall, wenn sowas wäre, dann würde das korrigiert. Von daher können wir nur über das berichten, was wir hier sehen. Und das ist gut. Das Papier meines Erachtens etwas zu glänzend, aber auch da sieht das ja jeder anders. Ich persönlich mag mattes Papier, aber da gibt es nicht das Geringste daran auszusetzen. Und das ist auch gutes Papier. Es liegt sehr gut in der Hand, ist griffig, ist toll. Gibt es also nichts zu bemängeln. Und verarbeitet ist das ganze Teil auch gut. Wie gesagt, das hier, ja, lassen wir es einfach mal sein. So, jetzt nochmal ganz kurz hier der Check. So, hier kaum Bewegung, ja, natürlich, hier muss ja, aber rauf und runter ist kaum Bewegung drin. Das ist ein solides Mediabook, das ich, wenn ich es kaufen würde, bei Wicked Vision direkt kaufen würde und nicht bei irgendeinem Drittanbieter, weil Wicked Vision, ja, da kriegt ihr es auf jeden Fall umgetauscht, bei Onkel Jeff wahrscheinlich auch, aber ey, kauft es doch direkt beim Hersteller. Da habt ihr es sofort, da habt ihr den besten Service, besser verpackt, kriegt das nicht. Auch da rede ich aus Erfahrung und grundsätzlich, ich finde das einfach auch schön, wenn man dann ein bisschen den Publisher würdigt. So, das ist es also, das Mediabook zu Man of Violence, Männer der Gewalt. Erhältlich ist das Ganze schon eine ganze Zeit lang, aber es gibt wohl noch Restbestände, also könnt ihr noch zugreifen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und damit ihr wisst, wann das ist, einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr oben eine Mitteilung, dass der Michi wieder was Neues gemacht hat und dann könnt ihr dahin gehen und den Daumen drücken. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und bleibt geil.